Hier bin ich mal wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Es heißt ja immer so leicht, die Landwirte spritzen einfach wild Chemikalien durch die Gegend. Dass das nicht der Fall ist, möchte ich nun mal anhand eines Beispieles klar demonstrieren. Wir haben gestern auf einer Fläche eine Pflanzenschutzmaßnahme durchgeführt, auf der Rinder geweidet haben. Die Rinder haben wir natürlich erstmal auf der hinteren Hälfte der Weide abgesperrt, weil natürlich dort, wo eine Behandlung stattfindet, wir sie nicht weiden dürfen. Und jedes Spritzmittel hat einen Beipackzettel, genauso wie ein Medikament, wo dann genau drin steht, was es für Auflagen gibt, wie man damit umgehen muss, wer damit umgehen darf und weshalb man etwas macht und so weiter. Um nur überhaupt Spritzmittel zu bekommen und sie anwenden zu dürfen, müssen wir alle einen Lehrgang mitmachen und uns registrieren lassen. Und zwar bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Alle 3 Jahre müssen wir diesen Lehrgang auch auffrischen, um immer wieder sicherzustellen, dass wir genau auf dem neuesten Stand der Technik und auch auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Bestimmungen sind. Dies gilt natürlich nicht nur für uns als Landwirte, die Spritzmittel kaufen, sondern das gilt auch für diejenigen, die nachher das Spritzmittel ausbringen. Also der Fahrer des Lohnunternehmers zum Beispiel. Dann gilt es auch für die Technik. Also die Technik als solches muss regelmäßig geprüft werden und muss eine TÜV-Plakette oder eine Prüfplakette bekommen. Alle, die direkt oder indirekt mit diesem Spritzmittel in Kontakt kommen, müssen das auch protokollieren. Also der Verkäufer muss es protokollieren, ich als Käufer muss es protokollieren und derjenige, der das Mittel auch ausgebracht hat, also der Lohnunternehmer. Diese Dokumentation wird lückenlos gemacht und wird vor allen Dingen auch von der Kammer als Aufsichtsbehörde regelmäßig kontrolliert. Und wir haben ja schon gesagt, das Spritzmittel, was wir hier angewendet haben, hat auch wie ein gutes Medikament einen Beipackzettel. Und in dem Beipackzettel steht genau drin, wie zum Beispiel die Abstände sein müssen. Wir halten zum Beispiel in diesem Fall einen Abstand von 3 Metern, das ist ungefähr eine Fahrzeugbreite, zu den Gewässern. Dann haben wir die Auflage, dass wir es nur in einer bestimmten Jahreszeit nutzen dürfen. Dann ist die Auflage zum Beispiel auch, dass dort 7 Tage gewartet werden muss, bis die Fläche wieder genutzt werden darf. Zum Beispiel als Weidefläche. Des Weiteren gibt es noch viele Auflagen, wie man die Container entsorgen muss und so weiter und so fort. Also ihr seht, dass da eine ganze Menge drumherum passieren muss, bevor man überhaupt Spritzmittel anwenden darf. Und es heißt ja nicht umsonst, dass es eine Pflanzenschutzmaßnahme ist. In unserem Fall schützen wir das Grünland, das Gras, vor dem übermächtigen Ampferbewuchs, weil der Ampfer ist eine Unkrautpflanze, die sich mächtig ausbreitet und das Gras weiter zurückdrängt und damit den Tieren immer weniger Futter zur Verfügung stellt. So, ich hoffe, ich habe ein wenig Licht ins Dunkle gebracht und ich hoffe auch, dass ihr jetzt seht, dass mit viel Sorgfalt und viel Know-how mit einer solchen Maßnahme umgegangen wird, die natürlich auch in unserem Fall ganz exemplarisch immer wieder begleitet wird von Fachberatern, die entsprechend uns Empfehlungen geben, was wir machen können, ob es Sinn macht, überhaupt eine Pflanzenschutzmaßnahme durchzuführen, weil sie letztendlich auch richtig viel Geld kostet. So, bis zum nächsten Mal, euer Amos aus Ostfriesland.